Hallo zusammen, willkommen zu KFA 70/19, das heißt heute 70. KFA-Folge. Und dann starten wir direkt mit der ersten Frage, und zwar schreibt Zack Zack. Hallo Markus, danke für dein Wissen und deine tollen Videos. Das mit dem Multimeter, um die Ampere zu ermitteln, ist ein super Hinweis. Hashtag KFA, ich habe beim Eingang ein 24 Volt Warmweißstripe, der ein bisschen länger ist als 5 Meter, wird momentan über Koppelrelais mit digitalem Signal ein- und ausgeschaltet. Den werde ich jetzt gerne dimmbar machen. Ich habe im Schaltschrank noch zwei Kanäle beim 24 Volt Dimmer frei. Nach meiner Messung beim Einschalten zieht am Anfang ca. 2,37 Ampere und geht dann auf 2,34 bis 2,7 Ampere. So kann ich es trotzdem an die Dimmer hängen, obwohl laut Loxon maximal 2,1 Ampere pro Kanal sein darf. Und definiere in der Software, dass der Stripe nur auf 90% oder 85% Maximum angeht. Somit komme ich ein bisschen mit den Ampere runter. Geht das? Falls nicht, kann ich die zwei Kanäle vom Dimmer zusammen verbinden und dann den Stripe anschließen. Danke für deine Antwort und Hashtag MSG, Hashtag MWS. Also, MWS, was war denn MWS? Mach's weiter. Weiß schon, egal. Mit den Stripes, wenn man länger hat, also wenn man mehr als 2,1 Ampere zieht, ne, von der Länge her des Stripes, würde ich immer empfehlen, nicht so drauf zu hoffen, dass hoher Einschaltstrom und dass der Strom dann sinkt im Laufe der Zeit, ist ja am Anfang beim Einschalten dann immer ein bisschen mehr. Ich würde auch die zwei Kanäle brücken. Wenn du die beiden Kanäle brückst bei dem Dimmer, das heißt gebrückt auf der Hardware-Seite, also auf dem Dimmer, dann nehmen wir gerade mal einen. So, und zwar hier oben habe ich ja plus 24 Volt und habe dann hier die vier Kanäle. Das heißt, wenn ich jetzt hier plus 24 und tue hier oben zwei Kanäle brücken, kann ich ja machen, um die Leistung zu erhöhen. Immer dran denken, dass man das auch in der Config machen muss und dass man es da auf jeden Fall nicht vergisst. Das heißt, in der Config muss ich die beiden Kanäle natürlich auch auf einen Ausgang hängen. Die beiden Kanäle müssen dann an einem Ausgang angeschlossen sein, dass der Dimmer das auch macht. Weil sonst kann natürlich passieren, dass er dann sonst kaputt ginge. Deshalb, ich würde das auf jeden Fall nicht sagen, ich bremse das ein bisschen. In der Software kann ich auch machen, dass ich die maximale Leistung ein bisschen bremse. Aber ich würde auf jeden Fall einfach zwei Kanäle parallel hängen, dass man immer genug Reserve hat für den Stripe. So würde ich das jetzt machen. Dann schreibt Katzendrama. Hashtag FDA oder Hashtag KFA ist eine Glaubensfrage wegen FDA. Ein FI-Schalter funktioniert ja, indem durch die Spule wie bei einem Klemmmeter die Adern durchgeführt werden. Geht man mit einem Klammermessgerät auf L, sieht man die Amperezahl. Nimmt man N dazu, bekommt man im Normalfall ja keinen Messwert. Ein FI löst ja nur aus, wenn die Spannung aus der Spule kommt, was nur der Fall ist, wenn der Strom auf einem anderen Weg als N zurückfließt. Hat man jetzt neben einem 230 Volt Kabel ein 24 Volt Kabel, dürfte keine Spannung übertragen werden, da das Feld durch N wieder aufgehoben wird, oder? Also, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also was Katzendrama meint, und zwar, wenn ich eine Stromleitung habe, die Phase fließt hin durch den Verbraucher und kommt wieder durch den N zurück, dann hebe ich das im Prinzip das Magnetfeld auf von dem Kabel. Das heißt, wenn ich jetzt einen Zangenampermeter nehme, mal gucken, ich habe gerade mal eins greifbar, dass ihr wisst, was ich damit meine. Wo habe ich es? Oder habe ich es im Auto? Ich glaube, ich habe es hier nicht, wo habe ich es hingetan? Habe ich im Auto. So. Wenn ich jetzt hier dieses Zangenampermeter um so ein normales Kabel drum mache, kann das nichts messen, weil ja Phase fließt quasi. Zu dem Verbraucher hin und der N kommt wieder zurück, Magnetfeld hebt sich auf. Das heißt, erst wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier drauf gehe, so das können wir können das jetzt gerade mal hier machen. Warum macht der jetzt nichts? Auf. Ja, also ich gerade die Batterie leer, wenn man gerade braucht. Ne? Junge!
Naja, egal. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel nur hier auf die Phase gehen würde, hier, bedeutet, bedeutet, der Strom fließt ja jetzt durch die Phase hier zum Netzteil hin, in dem Falle, ne? Und vom Netzteil geht es über den N-Wert zurück. Das heißt, ich messe jetzt nur auf der einen Ader, die jetzt quasi dahin läuft, ne? Das heißt, dann wird das Messgerät dir anzeigen, so viel Ampere braucht das Gerät, weil die Summe der hinfließenden Ströme und der zurückfließenden Ströme, wie bei einem Kabel, hier wäre es ja gleich, und dabei wäre es unterschiedlich, weil ich den N ja nicht mit durch die Klammer führe. Ne? Das heißt, um jeden elektrischen Leiter baut ich ein Magnetfeld auf. Wenn die Ader hier drin hängt, wird hier drin eine Spule, die erkennt das und dann zeigt das Messgerät dann an, wie viel Ampere da fließen. Das ist im Prinzip als Zangenampermeter. Und wenn ich dann ein normales Multimeter nehme, da würde ich das in eine Reihe hängen und dann messen, weil das hat ja keine Zange zum Messen. Das bedeutet ein FI. Ich hatte auch irgendwo mal ein FI gehabt, ich weiß nicht, wo ich ihn hingetan habe, so auseinandergebauten FI. Ich weiß nicht, wo ich ihn getan habe. Irgendwann mache ich mir so ein Musterband, mache ich da mal hin, dass ich euch ein bisschen, wenn das nochmal vorkommt, erklären kann. Beim FI ist es genauso aufgebaut. Ein FI misst den Strom, der quasi hinfließt, also über die Phasen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier quasi der FI sieht innen nicht anders aus, auch so eine Spule drin. Das heißt, hier fließt der Strom dann hier rein über den Verbraucher und kommt wieder zurück durch den N. Das heißt, da wird kein Magnetfeld hier drin erzeugt und dann bleibt der FI auch eingeschaltet. Fließt jetzt irgendwo unterwegs was weg gegen Erde, dann würde der FI dann, wird quasi ein Magnetfeld drin erzeugt und dann flupp, löst die Spule in dem FI aus und schmeißt den FI raus. Das ist im Prinzip wie ein FI erkennt, dass irgendwo was unterwegs abhaut, von mir aus Strom fließt über den Körper oder sowas, dann fließt ja ein Teil weg, erkennt der FI und schmeißt direkt raus innerhalb von ein paar Millisekunden. Und jetzt mein Katzendrama. Wenn ich jetzt hier so ein Kabel habe und lege hier neben ein 24-Volt-Kabel, könnte ja hier nichts rauskommen, weil kein Magnetfeld da wäre. Es ist immer ein gewisses Magnetfeld da, was induziert wird auf das andere Kabel. Und vor allem, wenn ich das Kabel offen habe, das heißt, ich habe am Ende keinen Verbraucher dran, zum Beispiel eine Steckdose oder sowas, ne, dann fließt ja auch nichts zurück dann praktisch, ne, an Strom. Und in dem Fall habe ich ein Magnetfeld, was dann auflagern kann auf das andere Kabel. Deshalb sage ich ja immer, die 24-Volt-Leitungen müssen geschirmt sein, sollten geschirmt sein, sag ich besser, damit man von dem 32-Volt-Kabel nichts einschleppen kann, weil um dieses Kabel hier ist immer ein Magnetfeld vorhanden. Und vor allem, wenn ich ein Kabel habe, was irgendwo weggeht, zum Beispiel zu einer Steckdose, da ist nichts eingesteckt. Das heißt, da habe ich ein Magnetfeld in der ganzen Geschichte drin. Und um das zu verhindern, habe ich einen Schirm um das 24-Volt-Kabel. Das heißt, durch das Metall geflasht, Thema faradayischer Käfig. Kennt ihr vielleicht diejenigen von euch, die im Deutschen Museum mal waren in München? Da sitzt ja jemand in so einer Metallkugel drin und oben werden da mehrere hunderttausend Volt drauf gejagt über so einen Blitz. Dem Mann passiert nichts, weil er diesen Käfig drumherum hat, Thema faradayischer Käfig, wo nichts von außen eindringt. Ne? Das ist im Auto ja auch so, der Blitz schlägt ins Autodach ein und wird dann quasi nach außen abgeleitet. Zum Beispiel immer eine nasse Straße über die Reifen und sowas. Da gibt es natürlich auch, wenn trockene Straße ist, platzen die Reifen, klar, weil der Strom will ja da durch. Ne? Weil so ein Blitz hat natürlich mehrere Kilovolt, ne? Megavolt, je nachdem. Und deshalb kann so eine Einschleppung immer passieren, deshalb immer einen Schirm verwenden. Ne? Deshalb ist ja zum Beispiel Cat7-Kabel und sowas oder die ganzen Cat-Kabel sind ja alle geschirmt, dass ich von außen dann nichts einschleppen kann. Und dann, was ich ja gesagt habe, beim Niedervolt-Kabel, wenn ich mit dem PWM-Dimmer, also zum Beispiel mit zum Loxon-Dimmer dimme, weil eine LED kann ich nicht dimmen durch Spannung oder sowas, sondern ist ja Gleichspannung und die kann ich nur pulsen. Das heißt, entsprechend der Höhe der Takte und der Abstand der Takte kann ich bestimmen, wie hell ist die Leuchte. Weil ab 25 Bildern pro Sekunde ist das für das Auge fließend. Manche Leute können auch noch vielleicht 50 Bilder pro Sekunde noch sehen. Aber das heißt, wenn man das jetzt, habt ihr vielleicht auf der Kamera schon oft gesehen, die Kamera, wenn die mit 25 Bildern pro Sekunde aufnimmt, bedeutet, seht ihr immer diese Streifen, die ja durchlaufen, weil die Kamera kann natürlich nicht wie das Auge das unterscheiden und kann da kein vollständiges Bild draus machen. Das heißt, die Kamera denkt immer, es pulst, deshalb laufen die Streifen da durch. Ne? Das schafft natürlich die Kamera nicht, habt ihr aber auf einigen Videos ja schon gesehen, wenn ich LEDs dimme, dass die Kamera damit nicht klarkommt, ist nun mal technisch so.
Aber wie gesagt, da war zu dem Thema, zu der Frage, es gibt immer ein Magnetfeld, was irgendwo aufgelagert werden kann durch ein Kabel. Auch wenn man sagt, okay, der N liegt daneben, über ein N wird das wieder abgebaut. Das wäre dann der Fall, wie jetzt hier. Strom fließt hier zum Netzteil hin und er fließt auch wieder zurück. Ne? Aber wenn es hinten kein Netzteil dran ist, ist der Stromkreis ja offen. Dann schreibt Jerome Roy, 316 Hashtag KFA. Mein Chef hat auch ein Motorschloss eingebaut, um mit einem Fingerprint die Tür zu öffnen. Durch Zufall hat er mit seinem Versicherungsvertreter darüber geredet und dabei ist herausgekommen, dass man dies der Versicherung melden muss, wenn man solche Dinge einbaut. Auch wenn es simple Dinge wie Türöffnung oder Fensteröffnung über Amazon Echo und so weiter sind, damit das Einbruchsrisiko steigt und man dadurch gegebenenfalls im Versicherungsbeitrag steigt. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Werde ich meinen Versicherungsvertreter nochmal fragen. Das Video kommt noch, viele warten ja schon da drauf. Das muss ich nur noch schneiden, genehmigen lassen und so weiter. Und da diese Frage werde ich ihm auch noch stellen, aber mir ist, ich kenne das nicht, dass ich bin jetzt bei der Versicherung nicht irgendwo gefragt worden, wie ist das hier, sind da die und die Schließzylinder drin, das mehrfach verriegelt oder sowas, weil oft ist es so, wenn man im höherwertigen Sektor ist, nehmen wir an, ich habe zu Hause Goldbarren liegen oder habe ein Bild, Gemälde an der Wand, was keine Ahnung, 500.000 kostet, dann reden wir eh von ganz anderen Versicherungsgeschichten, weil dann ist auch VDS-Alarmanlage erforderlich und so weiter, was ich was alles bei hochwertigen Sachen. Aber mir ist nicht bekannt, dass bei normalen Häusern das angegeben werden muss, dass man zum Beispiel die Türöffnung über ein Motorschloss macht oder so. Aber ich frage danach und kläre das noch für euch. Dann schreibt der Sven, Hashtag KFA, hi Markus, erstmal großes Lob für den Kanal. Bei den UTI-Reihenklemmen ist doch, wenn ich es richtig interpretiert habe, doch nicht zulässig, eine Twin-ADN-Hülse mit 1,5 Quadrat anzuschließen. Phoenix und so weiter, zwei leider gleichen Querschnitts, flexibel mit Twin-AEH mit Kunststoffhülse maximal 0,75 Quadrat. Steigst du auch mal auf die PTI 2,5 um? MSG. Also Sven, ich habe auch nochmal im Datenblatt geguckt. Es ist tatsächlich so, dass Phoenix sagt, warum auch immer, dass bei den UTI-Klemmen bei einer Doppelbelegung mit einer Hülse nur bei 2x075 erlaubt wäre. Wenn ich die Adern so da reinmachen würde, ohne Hülse, wäre es, glaube ich, 2x15 erlaubt. Habe ich auch nicht ganz verstanden, wie will ich ja zwei Adern ohne Hülse da reinmachen mit den feinen Dingern. Habe ich nicht so ganz verstanden, was damit gemeint ist. Warum das so festgelegt wurde, weiß ich nicht. Ich mache es ja mit 1,5er Duo-Hülsen. Mache ich auch weiterhin, weil da bin ich mir sicher, dass es funktioniert. Warum ich nicht auf die PTI-Klemmen gehe, hat eigentlich die Bewandtnis, habe ich auch schon mal gesagt. Ich habe ja zum Beispiel jetzt auch in dem Haus in Kreutsch, wo ich letzte Woche war, da kommt die Verdrahtung ja noch, da habe ich mehrere Räume mit warmweißen Spots. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Dimmer, habe ein gemeinsames Pluspotenzial und habe ja dann die verschiedenen Kreise. Und jetzt ist es ja so, dass ich zum Beispiel an einem Dimmer habe ich vier Kanäle, wo ich gegebenenfalls zwei oder drei Räume mitsteuern kann, je nachdem, wie viele Kreise wir da drin haben. Bedeutet, ich muss ja den braunen von den Kabeln, die weggehen zu den einzelnen Räumen, muss ich ja überall den gemeinsamen Plus drauf haben. Das heißt, ich muss den irgendwie durchbrücken. Wenn jetzt natürlich die direkt nebeneinander wären und ich könnte da eine fertige Steckbrücke reinmachen, mag das funktionieren, dass ich in die Klemmen vorne eine Steckbrücke reinmache, gibt es von Phoenix ja welche. Aber wenn die auf verschiedenen Klemmleisten liegen oder sowas, das weiß ich ja auch vorher nicht, weil ich ja alles auf der Baustelle direkt nacheinander auflege, habt ihr gesehen, ich tue es ja nicht vorher planen, sondern erst auf der Baustelle, denn zum Beispiel hätte ich den Schrank in Kreutsch vorab hier gebaut, wäre es total daneben gegangen, weil der Kunde hat noch viele Kabel nachgezogen und so weiter. Das habe ich auf der Baustelle, deshalb schließe ich immer alles erst auf der Baustelle, baue ich meine Klemmblöcke auf. Danach wird der Schaltplan erst gezeichnet, weil die Klemmblöcke habe ich ja dann. Ich habe eine gewisse Logik ja da drin, habt ihr gleich gesehen, zum Beispiel von mir aus erstmal oben die Rapstores, die kann ich zählen, die Klemmleiste ist definiert. Dann mache ich von mir aus einen 8er oder 10er Block für Steckdosen oder dann die 24 Volt Beleuchtung. Dann mache ich einen Block, der bis maximal 100 geht, weil Reihenklemmenbeschriftung bis maximal 100 sind Standard. Darüber hinaus ist wer Sonder. Und so weiter. Und dann mache ich verschiedene Kreise. Das heißt, ich habe die Klemmleisten, danach wird der Schaltplan gezeichnet und danach wird der Schrank verdrahtet. Ne? Weil sonst müsste ich ja exakt vorher wissen, was an der Baustelle an Kabeln liegt. Weiß ich oft nicht. Kunden ziehen noch was nach. Wenn man auf der Baustelle wird, einer mit der Zielstelle, nur habt ihr gesehen, in Kreutsch, da war ich innerhalb von einer Woche mit dem Kunden zusammen, haben wir das ganze Haus komplett verkabelt. Alle Kabel lagen beim Schaltschrank und da habe ich nicht mehr im Kopf, was jetzt von welchem Raum noch gekommen ist und was noch mehr dazu gekommen ist und so weiter. Welche Räume haben wir bei Steckdosen gebrückt und was weiß ich was alles. Da bin ich mir ein Freund von live auf der Baustelle bauen.
Und bei den PTIs muss ich mir ja Gedanken vorher schon machen, was liegt wo. Das heißt, ich müsste, um so eine Brücke zu machen, müsste ich dazwischen immer eine Klemme setzen, mit einer Brücke reinstecken, um wieder weiter zu brücken. Und um diese Arbeit mir zu ersparen, das ging bei einem Schrank, den ich zu Hause plane und baue, ist das kein Thema. Aber auf der Baustelle kommen die Kabel nacheinander und da weiß ich oft nicht, was wird mit welchem Raum vorab schon gebrückt. Deshalb bin ich immer noch nach wie vor bei den UTIs, wo ich mit den Hülsen unten brücken kann. Weil bei den PTIs, das sind ja diese Klemmen von Phoenix, wo ich im Prinzip schon mal mir stecke eine Schraubenzieher rein oder sowas, mache die Klemme auf und dann bügel, gibt es verschiedene Variationen bei der Schnellanschlusstechnik und da kann ich eben nur eine Ader reinstecken. Ne? Da ist mit den Hülsen dann nicht mehr funktional. Aber mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Vielleicht gibt es von Phoenix, was bei mir am liebsten wäre, wäre eine Klemme, wäre oben abgehend Zugfedertechnik und auf der Zugangsseite unten hätte ich gerne Schraubklemmen. Aber das gibt es natürlich jetzt gerade so nicht. Ne? Dann schreibt der Robert Simon, Hashtag KFA. Ja, Markus, ich habe das Video gesehen. Meine Abhängung ist 8 cm tief, gemessen von der bereits abgehängten Decke. Die Breite der Vute ist insgesamt 8 cm breit. Bei 40 cm wird ein Drießbord rausgucken. Die umgeklappte Kante haben wir 2,5 cm stark gemacht und ein LED-Profil plus Stripe teilweise, testweise reingepackt. Die Lichtwirkung ist so ideal. Die Breite der Vute bis zur Aufhängeladung ist 10 cm. Ich habe ein paar Fotos in mein Projekt auf der Homepage hochgeladen. Kannst du gerne zeigen. Dann schreibt der Timo, hallo Robert, vielen Dank schon mal für die Infos. Die Fotos würden mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Also, wo es darum ging. Letzte Woche war die Frage mit so einer Lichtvute. Und da hatte ich ja so ein bisschen gemalt. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding überhaupt noch habe von letzter Woche. Ich glaube nicht. Da hatte ich ein bisschen aufgemalt und das war aber ganz schwer zu sehen, weil ich das im Kuli nur gemalt hatte, konnte in der Kamera schlecht sehen. Und der Robert hat das bei sich zu Hause auch gebaut und Robert hat davon Fotos auf der Homepage hochgeladen. Wir werden dazu einen Blogbeitrag machen auf der Homepage und das Thema auch nochmal zeigt ganz smart. Das werden wir jetzt demnächst mit starten, weil es gibt schon eine ganze Menge Projekte, die ihr hochgeladen habt. Wer von euch schon interessante Sachen hat, aus dem Rohbau, von der fertigen und so weiter, ladet es gerne auf den Bereich, zeigt dein Smart Home, ladet es da hoch und da will ich ein paar Videos draus machen. Und jedenfalls das packe ich dann damit rein, dann mal erklärt, wie so eine Lichtvute, das ist im Prinzip so ein Kasten an der Decke, entweder von der Wand, wo indirekt ein Raum reinstrahlt oder wie ein Penner, wo der Streifen durch den Raum geht, es leuchtet zur Wand und nach innen, zwei getrennte Kreise. Und da werde ich auf jeden Fall, wo dann Zeichnungen, Skizzen und sowas, alles, das kommt auf die Homepage noch drauf. Dann schreibt hausautomatisierung.com zu 316. Kennt eigentlich jemand wirklich einen Fall, in welchem ein Einfamilienhaus über Netzwerk-Hacks oder ähnliches eine Tür aufgeschlossen eingebrochen wurde? Bei dem Thema kommen immer alle mit Einbrechern in Unsicherheit. Aber ich kenne einfach absolut keinen Fall. Einbrecher sind wohl selten IT-Experten. Und man müsste schon viele Infos sammeln und sich lange vorbereiten, damit man Erfolg hat. Brechstange an der Terrassentür oder im Fenster wird immer der einfachere Weg sein. Ganz genau, Matthias, so sehe ich das auch. Viele haben ja Angst, die Einbrecher, die hacken mein Haus, die kopieren NFC-Chip, was weiß ich, die Horrorszenarien, um ins Haus zu kommen. Also mir ist auch absolut kein Fall bekannt, wo ein Haus gehackt wurde, um da reinzukommen. Es mag gewisse was schon gegeben haben. Aber mir ist absolut kein Fall bekannt. Also ich finde, dass immer sehr hoch auch gespielt wird, sehe ich genau wie du, Matthias, dass man diese Angst nicht unbedingt haben muss. Klar, man sollte sich daran denken, nicht Passwort Admin oder so nehmen oder so oder Markus 1234, sondern vernünftiges Passwort reinpacken und da hat man eigentlich auch Ruhe und gegebenenfalls, weiß ich, von mir ist eine vernünftige Firewall drin und so weiter. Also mir ist auch kein Fall bekannt. Allein müsst ihr der Einbrecher genau dann von jedem Haus die Technik kennen, was ist da verbaut. Sehe ich als auch als Horrorszenario an, weil leider wird ja alles hochgebauscht in den letzten. Ich müsste ja schon an Schweinegrippe und was weiß ich, wo alles müsste ich ja schon verreckt sein. Was in den letzten Jahren immer hochgebauscht wurde in den Medien, woran man alles stirbt. Ne? Momentan verrecken wir ja alle an Feinstaub und CO2. Also noch lebe ich, wie gesagt, also sieht man ja. Also es wird alles hoch
dramatisiert, wie auch bei dem Smart Home Einbruch und sowas alles. Klar kann man was hacken, ne? Aber da muss man auch genau wissen, wo ist es. Und klar, wenn jemand absolut unsicher hat, aber auch daran denken, es gibt tatsächlich auch Router, die ausgeliefert werden mit Admin-Admin. Dass immer, wie gesagt, das Passwort geändert werden sollte. Dringendst. Dann schreibt Erik Stabind, Hashtag KFA. Hallo Markus, danke für deine tollen Videos. Zum Thema Luftbrunnen. Teichfolie in Verbindung mit einem Siphon wird auch verwendet, um zu verhindern, dass Radon angesaugt wird. Hashtag MSG. Genau. Ging ja drum, habt ihr gesehen, in Leipzig, wo ich den Luftbrunnen da gebaut habe, da haben wir die Teichfolie unten drin. Ich habe das vielleicht letztes Mal schon nicht so erklärt mit dem Radon. Und zwar, es gibt Regionen in Deutschland, wo ich eine sehr hohe Radonbelastbarkeit habe. Radon ist ein radioaktives Gas, was quasi aus dem Erdreich nach oben strömt. Ne? Da gibt es Regionen, wo es mehr ist, wo es weniger ist und so weiter. Wenn ich natürlich nonstop das Gas ansauge und blase ins Haus, ich weiß es, aber das wahrscheinlich auch wieder so hoch traumatisiert wird, aber wir haben unten eine Teichfolie auch drin, dass von unten das Gas da nicht rein kann. Und in diesem Drainageschacht, den wir haben, wo das da reinläuft, da mache ich da so einen Siphon drauf. Da geht es natürlich auch darum, dass ich da natürlich kein Radon ansauge, aber da ging es mir vorrangig eigentlich darum, dass ich nicht, wenn ich das Siphon drin habe, dann noch, muss ich noch einbauen, es kommt irgendein Video dann noch, wenn ich das noch eingebaut habe, dass ich keine Luft aus dem Drainageschacht raussauge, weil da ist natürlich leichter, die Luft rauszuziehen, als durch diesen riesen Kiesberg. Deshalb kommt da ein Siphon dran, um das zu verhindern. Aber das seht ihr dann auch, wenn ich auf jeden Fall mal in ein Video drauf eingehe, wenn ich das auch einbaue, noch ist es ja nicht vorhanden, kommen wir dann zu, wenn ich es eingebaut habe. Dann schreibt Afdik Serif, Hashtag FDA, ist eigentlich eine KFA-Frage, habe ich jetzt mal hier zugepackt. Hallo Markus, kann ich für normale Taster zum digitalen Eingang NYM-J-Kabel nehmen oder muss es ein CAT7 sein? Hashtag MSG. Also, wenn du normale Taster hast, so normale Taster haben wir ja auch schon mal als Demo drauf gebaut, normalen Taster als digitalen Eingang, wurscht mit Taste und gehen auf die digitalen Eingänge vom Miniserver, ist überhaupt kein Problem. Kannst du auch ein NYM-Kabel nehmen. Klar wäre da die Gefahr, dass man irgendwas einschleifen könnte von anderen Kabeln, aber im Allgemeinen funktioniert es. Ich habe auch schon getestet, auf kurzen Strecken klappt auch selbst das Tri-Signal und die 24 Volt über normales NYM-Kabel oder ein Ölflex, was in dem Fall, klappt auch. Soll man eben nur, wenn es eben Bestand ist, ist es so, aber möglichst versuchen, natürlich ein abgeschirmtes Kabel zu nehmen, ein CAT7-Kabel. Man muss natürlich immer gucken, wenn ich einen normalen Taster habe, ist kein Problem, ein NYM anzuschließen, das ist die Taster für ja ausgelegt. Aber wenn ich jetzt einen Tri-Taster nehme, brauche ich natürlich die dünnen Drähtchen, um an die Klemmen hinten dran zu kommen, dann müsste ich mir entweder Adapter bauen mit so Klemmen hier, ne, und gehe dann von den Klemmen aus, dann wenn ich jetzt hier 7x1,5 zum Beispiel drin hätte und würde, dann müssen wir jetzt ein paar dünne Drähtchen machen, die ich hinten an den Tri-Taster anschließe. Ausprobieren, sollte eigentlich funktionieren. Wenn es Störungen gibt, dann kann man natürlich nichts mehr ändern, aber wenn das Haus so mal Bestand ist, kann man es natürlich nicht ändern. Dann schreibt Stefan M. Hashtag KFA. Hallo Markus. Wie immer, vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Eine Bitte, Anregung hätte ich an dich. Könntest du die Skizze von den Lichtwuten nochmal erklären und entweder A, einen dicken Edding verwenden oder B, nachträglich eine Skizze ins Video schneiden? Man sieht leider gar nichts. Vielen Dank und Hashtag MSG, und MSG Stefan. Ich habe jetzt gesagt, Blomqvist, da hast du recht, habe auch nichts gesehen. Ja, ich habe es echt nachher beim Schnitt auch gemerkt, aber da war es schon zu spät, dass ich das noch ändern konnte. Wie gesagt, ich will auf der Homepage mal so einen Blogbeitrag mit Fotos und Skizzen, das wird da noch reinkommen. Dann schreibt der Manuel Schuster. Hashtag KFA. Hi Markus. Ich sehe in euren neuen Videos immer klasse Ideen für Beleuchtungslösungen. Lässt du diese auf den Baustellen einfließen, beziehungsweise machst du dem Kunden Vorschläge, wie das könnte gut aussehen, oder kommt der Kunde mit konkreten Vorstellungen zu dir? MSG, IMU. PS, falls du für die Baustelle bei Zwickau Zeit findest, wäre ich auf deine Erfahrung diesbezüglich angewiesen. Ja, Manuel, ich melde mich noch. Ist noch gerade ein bisschen hektisch, habt ihr vielleicht gesehen. Ich springe von einer Baustelle zur anderen, um das gerade alles noch zu schaffen, weil überall gerade großer Druck ist. Deshalb, ich versuche jeden zu beglücken irgendwie, wie ich es hinkriege. Ich bin auch froh drum. Ich hatte vorhin einen Kundentermin. Kunde will die Kabel auch selbst legen. Anhand der Videos hat er... versuche ich euch das herüberzubringen, da ich mich ja wirklich nachher nur noch sagt, er eben nachher um den Schaltschrank
und um den Zählerschrank und die Netzanmeldung und so Zeug kümmern muss, weil ich habe gerade diese Zeit nicht, weil ich ohnehin schon viele Baustellen habe, die ich ja komplett installiere oder auch zum Teil installiere und die muss ich auch alle schaffen, ist gerade halt eben ein bisschen hektisch. Ne? Aber ich melde mich. So, dann, wie das eigentlich ist, im Allgemeinen, jetzt durch die Videos bedingt, kommen wir durch die Kunden, haben schon die Idee, wir hätten das gerne so. Ne? Und manchmal zeigen mir Leute ein Bild aus Pinterest oder was weiß ich, oder haben irgendwas aus dem Internet, mir einen Screenshot gemacht oder sowas, ging das auch. Ne? Und natürlich, klar, viele Ideen kommen von mir immer. Jetzt durch die Videos zeige ich euch ja meist die ganzen Ideen, auch die Smart Home Beleuchtungsideen und so weiter. In jedem Haus kommt was Neues dazu, wird immer mehr. Aber das ist so ein Mix eigentlich. Manche Kunden haben eigene Ideen und oft bringe ich natürlich auch ein paar Ideen dann mit, die meistens dann auch bei, wenn man das Haus so sieht, kommt so ein bisschen die Idee, so die Zeichnung sieht, stelle ich mir das Haus meist schon in 3D fertig vor. Und dann hat man vielleicht so Ideen, wo könnte man noch was hinmachen und sowas. Und dann fragt man und dann, wie auch die Einrichtung ist und so weiter, wo könnte man noch. Und so entwickeln sich dann oft in der Zeit der Bauphase noch Ideen. Und manchmal kommen natürlich auch Ideen, relativ, wo die Bauphase schon relativ weit fortgeschritten ist, wo ich schon länger wieder weg bin. Dann sage ich meistens, legt noch ein Kabel da und dahin, dann kann man das noch nachrüsten. Ne? Oder die Idee kommt später, wenn schon alles fertig ist. Da kann man immer dann noch mit dem Netzteil und dem Erddämmer und so Sachen, da kann man immer noch oft nachher was basteln. Da kann man auch ziemlich kreativ sein in der Nachrüstlösung, auch wenn das ein Neubau ist, wenn irgendwas vergessen wurde oder die Idee kommt später. Ne? Aber wie gesagt, Emanuel, ich melde mich. Ne? Dann schreibt bei Daniel Maas, Hashtag KFA, hast du schon mal das One Home ausprobiert? Dann schreibt hausautomatisierung.com, bekommst du hier auch immer Werbung dafür? Also, was ist One Home? One Home ist ein Sprachsteuerungssystem, ähnlich wie Amazon, Alexa-Krams und so weiter und so fort. Ich persönlich bin noch kein Freund von irgendeiner Sprachsteuerung. Aber mal gucken, was noch kommt. Ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Weil ich habe nicht so viele Sachen, die ich ständig drücken muss oder sowas. Aber mal gucken wir mal, was da noch kommt. Und One Home, muss ich dazu sagen, One Home kostet natürlich auch fortlaufend Geld. Ne? Das ist auch so ein System, was da hinter steckt. Ne? Und dann Matthias hat dazu geschrieben, bekommst du auch hier mal Werbung dafür. One Home macht momentan sehr stark Werbung überall, um auf dem Markt loszubrechen. Aber mal gucken. Dann schreibt AL oder AI777, Hashtag KFA, hallo Markus, ich stehe vor folgender Aufgabe. Ein Raum, ca. 45 Quadratmeter, Decke offen, Sichtdachstuhl, Eingangs- und Wohnbereich offen, soll direkt und indirekt beleuchtet werden. Habe dazu Folgendes geplant. Ein Miniserver Go, Firma RGBW, Dimmer R für 7x5 Meter Stripes warm-weiß, jeweils zwei Kanäle gebrückt, pro Dimmer 2x100 Watt. 3x Nano Dimmer R für 230 Volt Spots. 1x Bewegungsmelder R im Eingangsbereich. 2 Touch R. Mir fehlt jetzt ein bisschen der Plan, wie ich das mit dem Touch R alles bedienen soll. Es gibt im Haus keine weiteren smarten Teile. Das heißt, ich könnte die Standardtasten des Touches für die Beleuchtung umprogrammieren. Es soll die direkte und die indirekte Beleuchtung getrennt gesteuert gedimmt werden. Weiter soll die direkte Beleuchtung aus 3 getrennten Bereichen bestehen, deshalb 3 Dimmer. Der Bewegungsmelder soll beim Betreten des Hauses eine programmierte Lichtstimmung je nach Tageszeit aktivieren. Soll dann, wenn man im Haus ist, deaktiviert werden und soll ebenfalls in der Nacht wegen Haustieren deaktiviert sein. Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie man das alles mit einem Touch Air bzw. in der App bedienbar machen kann. Bin natürlich auch für Vorschläge aus der Community dankbar. Hashtag MSG, AI oder AL. Also, man kann die einzelnen Tasten auch auf andere Sachen umprogrammieren. Also man kann diese Tasten, sagen wir hier, diese I1 bis I5 kann man ja einblenden und können die verschieden belegen. Ich bin da kein großer Freund von, weil ich eigentlich dieses Grundkonzept gut finde. Ich habe in der Mitte habe ich dann meine Lichtstimmung, ne? Und habe dann außen die Beschattung und die Musik drauf, dass ich in jedem Raum das gleiche habe. Gut, du hast jetzt hier nur einen Raum, könntest das theoretisch überall gleich belegen, du hast hier nur 2 Touches. Aber eigentlich vom Grundprinzip ist es ja so,
In der Mitte schalte ich meine Stimmungen durch. Ne? Das heißt, ich kann dich auch frei programmieren. Ich kann dich auch sagen, okay, wenn jetzt der Bewegungsmelder, den kann ich ja definieren in der Config, er geht auf eine bestimmte Lichtstimmung und das je nachdem, welcher Betriebsmodus aktiv ist. Das heißt, zum Thema Betriebsmodus, Betriebsmodi, die Mehrzahl, ja, ne? Wird es auf jeden Fall nochmal ein separates Video zu geben, wie ich die verschiedenen Betriebsmodi da aktivieren kann. Moduse. Wenn ich sagen was mir ist, Abendmodus, Nachtmodus, Weihnachtsmodus, Urlaubsmodus, wie man das alles so macht und was dann wo passieren kann, das kann man alles frei definieren. Normalerweise kann man sagen, ich drücke jetzt hier drauf, dann habe ich diese Lichtstimmung. Ich drücke nochmal drauf, habe ich diese Lichtstimmung. Tue ich eigentlich dieses Konzept versuchen, immer durchgehend umzusetzen. Was ich schon mal abgewichen habe, ist, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte unbedingt, ich habe zwei Fenster im Raum, ein Südfenster, ein Westfenster zum Beispiel, und habe keine Musik im Haus, wo dann die Rollläden hier außen drauf liegen, zwei getrennte Rollläden, da habe ich schon mal von abgewichen vom System. Aber muss ich auch dran denken, weil das ist natürlich dann in anderen Räumen wieder anders. Deshalb versuche ich immer in der Mitte beim Licht eigentlich zu bleiben. So, und du möchtest ja zum Beispiel nachts zum Beispiel den Bewegungsmelder deaktiv haben. Das ist überhaupt kein Problem, dass man ab einer bestimmten Uhrzeit den Melder auf deaktiv stellt. Da gibt es ja den Eingang, this move, also disable movement, wo ich dann, dismv heißt er genau, wo ich dann einfach, wenn ich da ein Signal drauf gebe, ist der Bewegungsmelder gesperrt. Ne? Da kann ich im Prinzip dann über eine Uhrzeit oder ich könnte abends sagen, ich mache abends einen Dreifachklick. Und dann könnten wir da drauf das machen und zu einer bestimmten Uhrzeit morgens wird das dann wieder umgeschaltet. Könnten wir auch mal ein Video dann zu machen, wie man solche Sonderlösungen umsetzt, so ein paar Sonderlösungsideen. Ne? Das wäre eigentlich auch mal eine Idee, so ein paar Sonderlösungen im Bereich Loxon, Programmierung, wo man hier so Dinger drin hat. Mit dem Betriebsmodi machen wir auf jeden Fall nochmal, da wird vielleicht vieles sich euch dann erschließen, wie ich das mache zum Beispiel, dass ich gehe normal ins Haus rein, ist etwas dämmerig nachmittags oder so, wie momentan ist ja relativ früh dunkel, geht das Licht an, in der bestimmten Stimmung. Dann von mir aus ab 19.30 Uhr, 20 Uhr, keine Ahnung, gibt es irgendwo eine Zeituhr drin oder irgendwie über Minuten programmiert oder sonst irgendwas, geht es in die Abendstimmung. Das heißt, dann, wenn der Melder reagiert, dass dann das Licht schwächer leuchtet und eine andere Stimmung leuchtet, andere Farbe kommt oder sowas alles. Und dann wenn ich dann ins Bett gehe und habe neben dem Bettentaster zum Beispiel, mache da den Dreifachklick, dann gehe ich in den Nachtmodus, Alarmanlage wird scharf und so weiter, alles Zeug. Die Melder würden deaktiv wegen den Haustieren. Und dann, wenn ich dann nachts durchs Haus laufe, ist wieder eine andere Stimmung aktiv. Das kann ich relativ frei programmieren, das ist ja schön dabei. Ich würde ja schon bei dem mittleren Licht dann bleiben, ne, dass ich über verschiedene Stimmungen dann machen kann. Haustiere, genau, und so weiter. Und in der App natürlich, das ist ein Lichtbaustein, da kann ich dann die verschiedenen Stimmungen dann wählen in der App und könnte auch die Betriebsmodi, könnte ich auch in der App umschalten. Das könnte man auch programmieren, über einen Radiotastenbaustein zum Beispiel. Da können wir noch ein separates Video zu machen zur Sonderprogrammierung. Das wäre eigentlich schon noch eine Idee, weil da gibt es noch ganz viele Ideen im Bereich Beleuchtung, ne? Oder Möglichkeiten. Dann schreibt der Maximilian Zillner. Hey Markus, wieder mal ein geiles Video vom Luftbohnen. Darf ich dir den Tipp für den nächsten Luftboden geben? Ich würde mir den Kies mit dem Betonmischer liefern lassen und per Rutsche direkt aufs Förderband. Dann wäre deine Aufgabe nur das Förderband zu verschieben und ein bisschen Kies verteilen. Du könntest wertvolle Zeit sparen, aber trotzdem alles top. Hashtag KFA. Ja, Maximilian, ich wusste bisher gar nicht, dass man auch in den Fahrmischer, also in den Betonmischer, Kies liefern lassen kann. Nur den reinen Kies, obwohl theoretisch im Kieswerk beim Mischen könnt ihr auch nur den Kies rein und lässt ihn direkt drauf laufen. Normalerweise hat man diese Problematik mit den Förderbändern ja auch eher nicht so. Hier war das Problem, man konnte ja hinten schlecht hinfahren. Wenn ich die Möglichkeit habe, den Luftboden irgendwie so zu machen, dass ich im LKW daneben kippen kann, kann direkt mit dem Bagger oben reinlöffeln. Das wäre die idealste Lösung gewesen. Wenn ich irgendwo im Garten ein Loch habe, mit dem Bagger natürlich viel schneller. Oder der LKW kippt da langsam rein, obwohl es ein bisschen vorsichtiger wäre, weil unten die Rohre kaputt gehen. Vielleicht erst den Bagger ein paar Löffel rein, dann LKW drauf kippen lassen. Aber mit dem Mischer schon eine Idee. Ich war auch in Leipzig froh, dass ich da eine Firma vor Ort hatte, die da auch einen Teil, den Tiefbau da gemacht hat und auch gebaggert hat. Habt ihr auch manche Videos den Bagger gesehen, den kleinen roten. Manchmal auch noch zwei kleine rote Bagger da. Der hat die Connections überall hin, das war das Schöne dabei. Der wusste, wo man den Kies kriegt, wo man den Beton bestellt und wo man was macht. Das musste ich mir sonst immer mühsam erarbeiten. In Wetzlar war es schon relativ einfach, da haben wir ein Haus mal gemacht.
Und danach das nächste Haus, war es kein Thema. Man kann die ganzen Lieferanten, wo man das Zeug schnell herkriegt, wo man anruft, ich brauche, keine Ahnung, 50 Kubikmeter 032 oder sowas, wusste man dann. Oder wo man den Beton bestellt, wo man am schnellsten kriegt, Betonpumpe und so weiter. Und ich war schon froh, dass jemand vor Ort war, sonst hätte ich mir das auch erarbeiten müssen. Aber danke für den Tipp schon mal. Ne? Dann schreibt der Dietrich Neumann, Hashtag KFA, hi Markus. Was ist das denn für ein Schaltschrank für die ganzen Loxon-Geräte? Und wie machst du dabei immer die Trennung? Was kommt in die Hauptverteilung zum Zähler und welche Komponenten kommen in eine separate Verteilung? Viele Grüße. Also, die Schränke, wo ich immer die ganzen Loxon-Komponenten einbaue, die Sicherung, alles, wo eigentlich alles drin ist, bis auf die Zähler. Manchmal mache ich auch die Wärmepumpe noch in den Zählerschrank rein, je nachdem, wie es von den Leitungen gerade passt. Ich habe auch schon Wärmepumpe gehabt, wenn die Wärmepumpe mit über den normalen Hausstrom läuft, dann baue ich die auch mit in die Ritthalsschränke. Der Schrank wird übrigens noch ausgetauscht, der kommt auch in den Ritthalsschrank noch hin. Wo man dann mehr, weil bei diesem momentan jetzt nur so notdürftig damals aufgebaut für die ersten Tutorials, die ich damals gemacht habe. Hier kommt man in den Ritthalsschränk schon hin und so weiter. Wie gesagt, sind alle Schränke von Rittal. Standschränke. Früher TS8-Schränke, mittlerweile baue ich auch die VX-Schränke hier ein, habt ihr auf den neuesten Videos, seht ihr das ja immer. Und klar sagen viele, weil es viel Arbeit hat, ist die ganzen Kanäle da drauf machen und so weiter, das geht ratzfatz, das kann ich euch nur sagen, weil klar, ich schneide mittlerweile die Kanäle, ja, das geht natürlich mit der Akku-Nietzange rasend schnell, weil momentan muss ich ja Stückzahlen machen, um die Menge der Baustelle hinzukriegen. Aber selbst wenn ich da nur ein bisschen Gewinde reinschneide und ein paar Schräubchen reindrehe, geht auch rasend schnell. Habt ihr ein Video in Bayern, in dem Video in Pirna und so gesehen, das geht dann auch rasend schnell. Und ich bin natürlich flexibel in der Aufteilung, in der Höhe. Habe ich zum Beispiel jetzt mal höhere Geräte oder sowas, bin ich nicht auf einen fixen Schienenabstand angewiesen. Ich bin da komplett variabel in der Aufteilung und habe auch mehr Platz da drin in den Schränken. Habe natürlich durch die Verdrahtungskanäle, kann ich das sauber verdrahten, kann hier die Kabel reinlegen und habe dann einen schön aufgebauten Schrank. Deshalb gehe ich da immer gern auf die Ritthalsschränke, weil ich da frei in der Einteilung bin. Hey, das ist jetzt mal so eine Sonderlösung. Das ist ein Feldverteiler von Hager. Da gibt es so, das nennt sich Multimedia-Feld mit dem Lochblech. Geht auch. Aber ich bin eigentlich wirklich ein Freund von diesen massiven, schweren Stahlplatten bei Rittal, wo da nichts wackelt, das ist massiv. Und ich bin halt eben frei in der Einteilung und kann mir das bauen, wie ich es gerade brauche. Und da mache ich eigentlich alles rein, außer wenn ich noch die Wärmepumpe über einen separaten Zähler habe oder sowas. Das ist dann, baue ich mir den Zählerschrank rein, aber im Allgemeinen alles sonst in den großen Rittal-Schaltschrank rein. Und dann geht er eben vom Zählerschrank in 5x16, geht dann in den Rittal-Schrank rein. Auf die Hauptklemmen und da kommen ja die ganzen Sicherungsautomaten und so weiter. Aber da gibt es demnächst, wenn ich jetzt wieder in Kreuz bin, ich weiß nicht, was dies Jahr noch ist, aber in Wetzlar wird es auf jeden Fall. Ruft hier wieder jemand an oder was? In Wetzlar auf der Baustelle bin ich auch die nächsten Tage, Schaltschrankverdrahtung. Da kann ich euch auch schon mal im Detail dann erklären, das kommt dann auch nochmal. Dann schreibt BRU Automatisierung. Hashtag KFA. Hallo Markus. Um Schubladen in Küchenunterschränken zu beleuchten, habe ich in die Arbeitsplatte eine Nut gefräst und einen LED-Stripe bündig verbaut. Zurzeit erfolgt das Einschalten über einen separaten Taster. Nun soll beim Öffnen der Tür das Licht automatisch angehen. Geplant ist, pro Tür einen Riedkontakt zu installieren. Nun meine Frage, muss jeder Riedkontakt einzeln auf einen Binäreingang gelegt werden oder kann ich die Kontakte auch alle auf einen Eingang legen? Vielen Dank für deine Antworten, deine tollen Videos, Anregungen. Hashtag MSG, Gruß Per. PS, für dich als Freund von RGBW-Stripes bestimmt auch eine interessante Beleuchtung. Ja, schon mal danke, Per. Also, du kannst die auch parallel hängen. Wichtig ist nur, es müssen Schließerkontakte sein. Das heißt, sobald der Magnet dagegen kommt, das muss ich selber überlegen, ich habe gerade was Falsches gesagt, wenn der Magnet dagegen kommt, warte mal, ein Schließer, das muss ich selber gerade überlegen. Was haben wir eigentlich zum Beispiel diese Loxon-Kontakte? Ich muss selber gerade ausprobieren. Weil wichtig ist natürlich, ob ich Öffner- oder Schließerkontakte habe, je nachdem, was ich habe. Ob ich dann die einzeln legen muss oder ob ich die oder gegebenenfalls in Reihe legen muss. Oder, das heißt, in Reihe legen heißt, ich müsste im Prinzip 24 Volt kommen an, geht erst auf den Kontakt, dann auf den nächsten und so weiter. Jetzt müsste ich nur gerade mal gucken, was das für ein Kontakt ist. Das heißt, ich muss mir immer gerade einen Multimeter holen.
mein Duspol war da greifbarer als das Multimeter. So, und zwar messen wir gerade mal im offenen Zustand jetzt hier, was der hat. Da ist nichts. Jetzt legen wir den Magnet mal hier neben. Dann piept er, ne? So, das heißt, die müssten dann, wenn ich das gerade richtig überlege, die Türen sind alle zu, dann haben wir Durchgang. Sobald dann einer aufgeht, müsst, das heißt, ihr müsstest die alle in Reihe hängen. Das heißt, 24 Volt kommen vom Schrank, gehen hier drauf, vom Schaltschrank aus, quasi von den 24 Volt. Und dann müssen die nacheinander durchgeschaltet werden, weil sobald einer quasi öffnet, muss das Signal hier vorne dann quasi, das heißt, die sind alle durchverbunden, das heißt, hier liegt eine 1 an, immer. Und sobald ein Kontakt weggeht, liegt ja dann eine 0 an, weil mittendrin in der Linie ist ja einer geöffnet. Dann kannst du auf einen Eingang gehen und musst das Licht dann invertieren, dass du damit das Licht dann einschaltest. Also, weil in der 1 ist ja da, wenn das Licht aus sein muss. So könntest du das dann verkabeln. Du also musst nicht überall, also für die, die nicht wissen, was ein Binäreingang ist, Binäreingang ist eigentlich ein digitaler Eingang, in dem Fall auf dem Miniserver oder auf der Extension oder auf der DI-Extension zum Beispiel, digitale Eingänge oder auf einem Nano-DI, gibt eine ganze Menge von Loxon, mehrere Sachen, um digitale Eingänge irgendwie in das System reinzukriegen. Wenn du jetzt Kontakte hast, die andersrum geschaltet sind als Öffner, das muss ich gerade überlegen, als Öffner kannst du dir dann parallel hängen, das heißt, da kommt ja erst die 1, wenn irgendwo was aufgemacht wird. Das heißt, muss ich überlegen, da musst du im Prinzip alle parallel hängen, wenn das in andere Kontakte sind wie hier, genau die Spiegelverkehrtenkontakte, musst du die dann parallel hängen und bei den Kontakten hier in Reihe hängen. Ne? Kann man ja vorher durchpiepsen, das heißt, wenn ich die Tür zu habe, habe ich hier eine 1, ne? Das heißt, ich muss die nacheinander alle in Reihe hängen, weil das ist ja nur ein Riedkontakt drin, das heißt, da drin ist so ein kleines Glasröhrchen, wo innen drin so eine kleine Feder drin ist, die mit dem Magnet auf und zu gemacht wird. Alle in Reihe, das heißt, wenn einer aufgeht, ist der Stromkreis unterbrochen. Ne? Wenn ich jetzt alle parallel hängen würde, wenn einer aufgeht, also ich müsste erstmal alle Schubladen aufmachen, damit das Signal wegginge, dann wäre schlecht, deshalb in dem Fall eine Reihe hängen. Ne? Auf jeden Fall schon mal danke für den Tipp. Oft habe ich schon gesehen bei Küchen, dass das unter der Arbeitsplatte schon ab Werk drin war. Ne? Problem war da oft, dass es keine 12 Volt oder 24 Volt Konstantspannungsgeschichten waren, sondern als ob dann Treiber dazwischen war oder sowas, habe ich auch schon gehabt, dass das fertige Platinen da drin waren, keine Stripes oder sowas. Und da war das Problem natürlich, dann konnte ich das Ding nicht direkt anschalten, das konntest du nur einschalten, aber wie zum Beispiel den Pirna da in der Küche, das waren Konstantspannungsstripes, den ganzen anderen Rest weggeschmissen. Das heißt, ich habe nur dann einen Loxon-Dimmer dazwischen gesetzt, weil der arbeitet auch mit 12 Volt, ne? Nur eben die Hälfte der Leistung. Habe ich dann rechts, links von dem Schrank das quasi getrennt gemacht, habe zwei Kanäle, das passte so von der Leistung und habe dann ganz normales Netzteil davor gesetzt, das 12 Volt Netzteil, was dabei war, aber dieses ganze Funkmodul, den ganzen Kram, konnte der Kunde alles zurückgeben, beim Küchenbauer braucht man alles nicht, sondern wir haben das ja eingebunden dann mit in die Lichtstimmung, kann ich euch nochmal zeigen, wenn ich schon mal vor Ort bin. Ne? Dann schreibt der Thomas, Hashtag KFA, hallo Markus, nach deinen tollen Tipps, wo man zum Beispiel Wasserzähler kauft, habe ich mal eine andere Frage. Kennst du zufällig eine Quelle, wo man einen soliden Schnellheizer für das Bad bekommt, der noch ganz normal mit einem Relais ohne integrierte Steuerung nutzbar ist? Hintergrund, die meisten etwas höherwertigen Produkte, Heizlüfter mit 1000 bis 2000 Watt, haben ja eine integrierte Steuerung mit Thermostaten. Diese lassen sich dann sehr schlecht in Smart Home integrieren, da nicht mehr mit Strom on-off schaltbar. Aktuell habe ich ein 20 Jahre altes Billiggerät vom Aldi noch im Betrieb. Dieses hat zwar auch ein integriertes Thermostat, welches aber man leicht ignorieren kann, wenn man den Regler auf Maximum stellt. Steuerung erfolgt über Smart Socket Air. Sicher gibt es noch ganz andere Lösungen mit Ansteuerung über Infrarot, Netzwerk und so weiter, aber ich suche eigentlich eher etwas Einfacheres. Für einen Tipp wäre ich dankbar, MSG Thomas. Also Thomas möchte in seinem Bad einen Schnellheizer aktivieren, momentan über eine Smart Socket Air. Wahrscheinlich über die Temperatur dann im Raum, kann man mit Touch ja dann auslesen.
Oder hier ist auch ein Temperaturfühler drin. Nur bedenken bei dem Temperaturfühler, wenn ich hier ein Gerät mit einer hohen Leistung einstecke, ne, wird die Steckdose natürlich warm. Der Temperaturfühler verfälscht natürlich dann den Wert. Ne. Der passt natürlich dann nicht mehr. Dann ist nicht mehr die Raumtemperatur, sondern irgendwann wird das Gehäuse ja dann auch warm, wenn ich da jetzt 2 kW oder 3 kW drüber laufen lasse. Ne. Was ich in dem Fall in dem Bad machen würde, wäre, weil die meisten Heizgeräte haben ja ein Thermostat zum Schalten. Am schönsten wäre es eigentlich, wenn du zum Beispiel, du kaufst dir eine Infrarotheizplatte. Zum Beispiel gibt es ja auch Spiegel als Infrarotheizung. Ne? Wenn du dich sehr effektiv eigentlich, nur eben natürlich kein Schnellheizer. Das heißt, die heizt den Raum dann langsam auf, weil die hat ja nicht viel Watt. Ne? Und regelt dann langsam, weil Infrarotheiztechnik basiert ja darauf, dass die Gegenstände in der Umgebung aufgeheizt werden und quasi die Wärme dann reflektieren. Das heißt, auch der menschliche Körper zum Beispiel, sowas, wenn er da drin ist und sowas, der nimmt die Strahlung auf und gibt die ab. Wichtig ist nur, wenn ich jetzt eine Wand habe, wo zum Beispiel haben wir einen Kunde gehabt, der hat innen Rigips und dahinter dann so eine Styroporplatte gehabt oder sowas in einem alten Haus, war die Überlegung, Nachtspeicherheizung raus, Infrarot rein, aber da habe ich kein Speichermedium, weil eine Rigipsplatte mit dahinter Styropor kann keine Energie speichern. Ne? Habe ich jetzt ein gemauertes Haus mit normalen Wänden, die Wände können Energie speichern, das heißt, die Infrarotstrahlen treffen auf, heizen die Wand auf und die Wand gibt die Wärme dann ab an die Umgebung. Ne? Damit bei Infrarot wirbel ich ja auch keine, wie bei der normalen Heizung habe ich ja die Konvektion, das heißt, am Fenster quasi Luft zieht nach oben, zieht auch den Staub mit nach oben und sowas, habe ich bei Infrarot ja nicht, weil da heizt ja alle Gegenstände in der Umgebung auf. Also ich würde auf Infrarotheiztechnik gehen, weil da gibt es ja auch Spiegel, die man in die Wand hängen kann, die Infrarot drin haben und sowas. Oder irgendwo eine coole Heizplatte oder an die Decke eine Heizplatte. Die kannst du halt eben ohne Probleme mit einem Nano-IO schalten oder mit einer Smart Socket Air oder sowas, weil die sind meistens im sehr geringen Leistungsbereich. Ne? Und sind rein ohmische Verbraucher, wie ein Heizlüfter auch, wo man dann keine Probleme hat so mit Einschaltströmen und so Sachen. Das wäre so meine Idee jetzt. Weil sonst müsste ich jetzt keinen Heizlüfter oder so, irgendwie so ein Heizding, wo jetzt kein Thermostat drin wäre. Was es noch gibt, für die Industrie gibt es so Rippenrohrheizkörper, das sind so mit so Kühlrippen drauf, oder so Heizrippen in dem Fall, Rohrrippenheizkörper heißen die, glaube ich. Da muss man nur so ein Gitter drüber machen, weil die werden sehr heiß. Die gibt es auch ohne Thermostat, da kenne ich das nur aus dem Industriebereich von. Dann schreibt der Christian S. Hashtag KFA. Hallo Markus. Meine Frage hat keinen Bezug zu einem Video, daher packe ich es mal zu den letzten KFAs. Ist es möglich, den Dreifachklick zu verzögern? Ich habe Folgendes vor. Wenn ich das Haus verlasse, klicke ich im Flur dreifach. Das Licht soll noch nicht direkt ausgehen, sondern zunächst nur ein Szenenwechsel stattfinden. Nach einer Verzögerung von 30 Sekunden soll dann das Licht im ganzen Haus ausgehen. Hast du eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. Schöne Grüße und Hashtag MSG Christian. Christian, so gerade aus dem Stegreif wüsste ich es jetzt gerade nicht, wie ich das jetzt gerade so umsetzen könnte. Mit demselben Taster das normale Licht schalten und dann noch verzögert hinten die Ausgänge kommen lassen. Machen wir, glaube ich, ein separates Video mal drüber, wo ich vorhin gesagt habe, so Beleuchtungslösungen, vorhin hatten wir auch schon mal so ein Ding gehabt, machen wir ein separates Video mal drüber, wo wir dann das programmieren, solche Sachen. Und dann auch können wir das ja direkt dann ja ausprobieren. Weil sonst ist auch so Stegreif, wüsste ich es gerade nicht, aber es gibt garantiert eine Lösung. Dann schreibt Mr. Elofix, bei den RGBW-Dämmern funktioniert es mit 12 Volt wirklich gut. Anfangs wurde das von Loxon nicht vorgesehen, da stand im Manual immer nur 24 Volt. Ich habe mal mit einem Labornetzteil versucht, wie weit runter ich die Spannung regeln kann und ich kann euch sagen, das Teil funktioniert runter bis 5 Volt. Natürlich hat das wenig praktischen Nutzen, denn ich kenne keines Drives mit weniger als 12 Volt, aber die Elektronik im Dimmer wird intern ja immer mit 5 Volt betrieben. Ist irgendwie genormt, dass die Bauteile meistens mit 5 Volt arbeiten, ähnlich wie im PC. Ja, schon mal danke, Mr. Elofix. Viele Elektronikbauteile arbeiten mit 5 Volt oder mit 3,3 Volt, das sind so diese üblichen Spannungen. Kennen ja viele, die Leute, die so ein bisschen mit Arduino oder Raspberry Pi was zu tun haben, das sind ja auch 5 Volt und 3,3 Volt, also die Normspannung. Eigentlich würde ich berücksichtigen, wenn ich so weit runter gehe mit der Spannung, habe ich natürlich auch kaum noch Strom, was die Teile liefern können, weil 24 Volt, 200 Watt, bei 12 Volt nur noch 100 Watt,
und so weiter. Ich gehe immer weiter runter dann von der Leistung, was da hinten noch rauskommt. Aber danke schon mal, dass du es mal ausprobiert hast. Schon mal interessant. Ne? Dann schreibt da Donner. Hashtag KFA. Hallo Markus. Wie sicherst du die Ausgänge des Miniservers bzw. der Extension ab der Relais? Gibt es vielleicht von Phoenix Klemmen mit Sicherungshaltern? Noch eine kurze Frage. Ich finde leider nicht mehr das Video mehr, wo du erklärst, an was das liegen kann, dass der Helligkeitssensor Müll anzeigt. Hashtag MSG. Daniel aus Österreich. Also Daniel, die Ausgänge des Miniservers und der Extension und so weiter, da haben wir ja maximal, da sind ja 5 Ampere Relais drin. Ich baue davor immer, habe vielleicht in vielen Videos, ich habe das ja vorher in den Schaltschrankbau-Videos, ich baue 6 B6 Ampere Automaten, baue ich davor. Klar kann ich trotzdem noch, weil da muss ja auch beim B6 Ampere Automat mal 5, was an Kurzschlussstrom fließen muss. Da kommt natürlich auch vor, dass ein Relais verbuggt oder sowas, kann auch sein. Ich kann natürlich theoretisch noch weiter runtergehen oder drunter werden die Automaten irgendwann schweineteuer. Meist gibt es da drunter nur C-Automaten noch. Ne? Aber das ist da tue ich die ganzen Ausgänge vom Miniserver, die baue ich immer an die 6 Ampere Automaten, da, um da schon mal eine höhere Sicherheit drin zu haben. Ne? Reinklemmen mit Sicherungshalter gibt es aber für den Bereich 24 Volt. Für 230 Volt gibt es auch welche, die sind aber etwas größer, weil da muss man gewisse Schutzabstände und sowas einhalten. Aber ich weiß nicht, ob die von Phoenix gibt, bin ich mir nicht ganz sicher, weil diese HESI-Geschichte von Phoenix, das ist ja für 24 Volt ausgelegt. Gibt es bestimmt was man dahinter machen könnte mit irgendwelchen Schmelzsicherungen oder sowas, wenn du das dahinter nochmal absichern willst. Aber aus dem Kopf weiß ich gerade nicht, gibt es aber auf jeden Fall Hersteller, wo es sowas gibt, weil wir haben früher, wo wir Schaltstränge für die Industrie gebaut haben, da gab es auch schon mal, dass wir das Netzteil da drin mit so Feinsicherung abgesichert haben. Das waren aber relativ lange Sicherungshalter. Da waren auch nur diese 5x20 mm Glasrohrsicherungen drin. Also waren sehr große Halter, waren das. Aber ich weiß den Hersteller aus dem Kopf gerade nicht mehr. Es war auf jeden Fall nicht Phoenix. Ne? Wo erkläre ich, wo dann das Liegen kann, dass der Helligkeitssensor Müll anzeigt? Habe ich das mal erklärt, wenn du das sagst. Der Helligkeitssensor. Also wenn der Helligkeitssensor bei den Trimeldern zum Beispiel, da muss man die Tri-Diagnose mal machen, ob da irgendwo ein Verkabelungsfehler herrscht oder eine Klemme schlecht ist oder sowas. Ne? Und man kann ja bei dem Helligkeitssensor, ich kann ja bei den Meldern ja einstellen, wie oft die Helligkeit abgefragt wird. Ne? In der Config. Wenn ich einstelle 3 Stunden, das ist nicht blöd. Wenn ich keine Bewegung in der Zeit ist, dann wartet er so lange. Wenn ich Bewegung ist, dann habe ich die beiden Werte immer direkt. Ne? Aber sonst wüsste ich jetzt im Kopf gerade nicht, was da sonst noch an Fehlern drin ist. Meistens ist ja die Abfragezeit ist vielleicht ein bisschen lang eingestellt. Ne? Weil sonst der Melder kann ja nicht, zum Beispiel beim R, nicht ständig übermitteln den Wert, nonstop, live, weil irgendwann die Batterie ja leer. Deshalb ist dann zum Beispiel bei R eine Zeit drin, wie oft er das übermittelt, wenn keine Bewegung erfolgt. Wenn Bewegung erfolgt, bekomme ich die Werte direkt. Aber sobald ich die, sonst muss ich warten, bis der Wert wieder reinkommt. Ne? Kann man sich auch kürzer stellen. Ne? Dann schreibt der Manuel Mautrisch. Hashtag KFA. Hallo Markus, danke für deine Antwort auf meine Frage. @hausautomatisierung.com. Hast recht, kenne bis jetzt auch keinen Fall, bei dem ein Smart Home, das in ein Smart Home versucht wurde einzubrechen. @Markus, kannst du, vielleicht findest du ja mal kurzfristig Zeit, uns einen Schaltplan aus einem deiner aktuellen Projekte, würde als PDF ausreichen, zur Verfügung zu stellen. Bin gerade in einer Vorplanung. Würdest mir echt weiterhelfen. Ich würde gerne anfangen, deine Bausätze als Artikel-Makro in E-Plan anzulegen. Dies könnte ich dann auch dann zur Verfügung stellen. Viele Grüße, Manu, #MSG. Ja, das war nochmal das Thema, was wir vorhin hatten. Mir ist auch kein Fall bekannt, dass irgendwo ein Hausmarkt ist und Smart Home Thema Hacking und danach der Einbruch. Ne? Es gibt Videos, ich glaube vom ZDF oder wo die alles so verschiedene Videos gab es ja mal. Oder ich weiß nicht, was Monitor oder kein Plus Minus. Ich weiß nicht, wie immer so Sendungen gab es, wo zum Beispiel bei Homematic zum Beispiel sowas gemacht wurde, wo Leute mit Standardpasswörtern arbeiten, wo alles gesehen wurde. Dann hat Homematic dann eine Sicherheitslücke gehabt und so weiter. Das weiß ich nochmal, das ist schon länger her. Wo man dann heute sehen konnte, aber da war das ja nur mit so ein Test, aber ich persönlich kenne wirklich auch keinen Fall, wo es eingebrochen wurde. Dann das Thema mit dem Schaltplan.
Ja, muss ich auf der Homepage mal zur Verfügung stellen. Kommt noch. Mit den Makros. Ne? Und zwar die E-Plan-Version, die ich verwende, ist eine uralt Version, die gibt es schon ewig nicht mehr. Aber wenn du Makros machst, gegebenenfalls in der neuen Version oder sowas, von Loxon gibt es ja auch die E-Plan-Makros zum Runterladen. Dann heißt, wir können dir durch den Download-Bereich die Makros zur Verfügung stellen, wer mit den neuesten Versionen arbeitet, was ist das P8, P9 und immer sind die neuesten Versionen. Die könnte man natürlich auch auf der Homepage dann die im Download zur Verfügung stellen. Klar, die alte Version kannst du nicht mehr einlesen. Da habe ich mir immer mal so, die kann ich euch mal zeigen, wie ich das mal erstellt habe. Ich habe es manuell erstellt, kopiere mir das immer nur, ist kein echtes Makro. Und kommen wir aber noch zu, muss ich noch machen, da gebe ich euch recht. Ne? Ja, das waren schon alle KFA-Fragen für heute. Echt vielen lieben Dank. Also warum steht hier Honig rum? Ja, der Kunde, der vorhin hier war, der hat Bienen, der sein Haus installiert und hat mir ein Glas Honig geschenkt. Schon mal danke, ja. Und jedenfalls KFAs haben wir für heute. Sorry, dass ich heute ein bisschen später kommen, weil ich bin erst heute Morgen früh aus Leipzig zurückgekommen, weil ich musste nachts zweimal auf der Autobahn pennen, weil ich habe gestern Abend war ich relativ lang da. Und habe dann nämlich noch, weil ich war in Kreuz, habe ich ja gearbeitet, bin dann nochmal nach Leipzig gefahren, da hat mich der Kunde zum Essen eingeladen, da habe ich noch lange über die Baustelle noch und sowas erzählt. Und danach bin ich heimgefahren, nur die Müdigkeit siegte da irgendwann, das heißt, ich habe zweimal am Rastplatz mal etwas länger pennen müssen, da war ich heute Morgen früh erst um kurz vor 7 zurück. Und habe dann heute Morgen erst ein bisschen gepennt, dann noch ein bisschen Bürokram gemacht, dann kam der Kunde und dann habe ich gesagt, jetzt muss die KFAs, die kommen jetzt auch noch. Deshalb sind die heute ein bisschen später, sorry dafür, aber Hauptsache sie sind gekommen. Würde ich sagen, macht schwer gut, bis morgen zu den News. Ciao.